Grüezi miteinander oder grüß ich, wie man hier sagt. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Livestream aus dem Lichtspiel Bern. An und für sich wären wir heute eigentlich im Museum Schloss Burgdorf gewesen zur Buchvernissage, aber Sie wissen, Stichwort Coronavirus, so etwas ist zurzeit nicht möglich. Aber ich glaube, wir haben einen sehr schönen alternativen Ort hier gefunden und ich hoffe, wir können Ihnen das Buch Franz Schnieder, Regisseur der Nation, auf diese Art und Weise ein bisschen näher bringen. Es ist ein Livestream. Ich hoffe, es klappt alles. Wir haben es vorhin geübt, aber sonst verzeihen Sie, wenn wir da oder dort einen kleinen Mishap haben. Ich bin Döni Schmid vom Verlag Hier und Jetzt und mit mir sind hier die beiden Autoren. Das ist Ursula Kähler, sie hat Filmwissenschaften studiert und arbeitet an der Universitätsbibliothek Bern. Und Ralf Fluri, er hat Betriebswirtschaft, Kamera- und Filmrestaurierung studiert und ist freischaffender Filmemacher. Ursula, ihr habt dieses Buch zusammengeschrieben. Wie seid ihr dazu gekommen? Ihr habt euch vorher gar nicht gekannt. Ja, ich war 2015 auf der Suche nach einer Persönlichkeit aus dem Filmbereich, um über diese dann eine Biografie zu schreiben und bin eher zufällig auf den Namen Franz Schnieder gestoßen, habe mich eingelesen über seine Person und habe festgestellt, dass er nicht nur ein interessantes Werk hinterlassen hat, sondern auch einen vielschichtigen Charakter hatte. Er galt ja zum Ende seiner, im dritten Lebensabschnitt galt er eher als zorniger alter Mann und mich hat interessiert, wie es dazu kam und was er vorher für ein Mensch war. In der Burgerbibliothek hier in Bern liegt der Nachlass von Franz Schnieder und den habe ich gesichtet. Und dort wurde mir dann auch der Name Ralf Fluri genannt und mit dem Hinweis, dass er auch schon mal eine Ausstellung zu Franz Schnieder konzipiert hatte. Und wir haben uns dann getroffen und kurzerhand entschieden, das Buch zusammenzuschreiben. Sehr schön. Raff, vielleicht kannst du uns kurz für die Leute, die jetzt nicht das ganze Leben von Franz Schnieder gerade präsent haben, mal so die wichtigsten Eckpunkte aus seiner Biografie erzählen. Also Franz Schnieder ist 1910 in Burgdorf geboren, hat dort die Matur gemacht im Gymnasium und ging dann für die Schauspielausbildung zuerst nach Düsseldorf und dann nach Berlin. In Deutschland hatte dann seine Karriere als Theaterschauspieler begonnen und auch schon erstmals inszeniert. Er kam dann zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz zurück. Und das hat dann dazu geführt, dass er seinen ersten Film machen konnte. Und das war Gilbert de Gourcenne, den noch heute sehr viele Leute kennen. Er hat dann ziemlich viele Filme machen können, die auch erfolgreich waren. Dann die nächste Station in seinem Leben, sein nächster Höhepunkt war sicher die Gotthelfer-Filmungen, Uli der Pächter und Uli der Knecht, umgekehrt. Und diese Filme kennen auch die meisten Leute. Und dann so in den Mitte 60er Jahren, als dann die neue Generation der jungen Schweizer Filmemacher aufkam und begonnen hat zu arbeiten, die hatten dann andere Thematika, die hatten auch eine andere Art zu arbeiten. Und ja, für sie war dann wie Franz Schnieder der reaktionäre Filmemacher, der etwas veraltete Filmemacher. Und auch Schnieder wollte sich eigentlich anfreunden mit den Jungen, aber kam irgendwie nicht gut an. Und so, ja, war das eigentlich der Anfang vom Ende von seiner Filmkarriere. Also jetzt seine zwei letzten Filme Geld und Geist und die Kummerbuben, die sechs Kummerbuben, kamen dann auch von der Kritik nicht so gut weg. Man muss sich auch vorstellen, dass die Filmkritiker damals halt auch Bezug hatten zu den jungen Filmemachern und halt auch über diese geschrieben haben und dann eigentlich derselben Meinung waren wie die neue Generation. Und das hat dann zum einen geführt, dass Franz Schnieder nicht mehr angekommen ist mit seinem Schaffen, nicht mehr akzeptiert wurde, auch für seine bisherigen Filme, aber auch keine neuen Filme mehr machen konnte. Er hat dann ein letztes großes Projekt in Angriff genommen, das war das Pestalozzi-Projekt, die Biografie über Heinrich Pestalozzi. Und er konnte diese schlichtweg nicht mehr finanzieren. Er ist dann auch bei der Filmförderung immer abgeblitzt worden. Und das hat so in eine Spirale geführt, die immer mehr
ja, zur Resignation, zum Frust geführt hat. Und so wurde er immer verbitterter, hat auch psychisch sehr gelitten darunter. Und das hat dann dazu geführt, schlussendlich, dass er mit einer Pistole in Burgdorf in eine Galerie eingetreten ist und dort die Galeriebesitzerin bedroht hat. Ob er das wirklich ernst gemeint hat, da sind wir uns nicht so sicher. Aber das hat dann dazu geführt, dass er in die psychiatrische Klinik in Münzingen eingeliefert wurde, wo er dann auch einige Monate später verstarb. Also ein Aufstieg, ein Höhepunkt im Leben und dann wirklich so ein Absturz gegen Ende, kann man sagen. Wir sehen als nächstes Franz Schnieder beim Dreh von Wilder Urlaub 1943, ein etwas weniger bekannter Film. Ursula Keller, kannst du uns etwas dazu sagen? Ja, das war Franz Schnieders dritter Spielfilm und er war der erste Film, mit dem er einen zeitkritischen Plot künstlerisch ambitioniert umsetzen konnte. Der Film spielt in den 1940er Jahren und handelt von einem Soldaten, der glaubt, seinen Vorgesetzten umgebracht zu haben und der dann desertiert. Die Handlung spielt in erster Linie in der Nacht der Flucht. Und Schnieder ist es gelungen, mit ästhetischen Mitteln und mit einem hervorragenden Ensemble eine beklemmende Stimmung zu erzeugen, unter anderem mit einem expressiven Licht und ungewöhnlichen Kameraeinstellungen. Der Film ist aber dann leider an der Kinokasse gefloppt. Dem Publikum war einfach diese Zeitkritik und die Kritik an der Schweizer Armee und an sozialen Ungerechtigkeiten, es war dem Publikum zu viel. Und es fehlte auch ein Liebespaar, was damals filmwirtschaftlich riskant war. Und dann hat also Franz Schnieder den richtigen Dreh gefunden mit diesen 6 Gotthelfer-Filmungen. Uli der Knecht, die berühmteste. Wir sehen ein paar Bilder, die eingespielt werden. Das war sozusagen der Zenit seiner Karriere, kann man das sagen? Auf jeden Fall. Diese 6 Filme stehen im Zentrum seines Werks. Er hat ein Millionenpublikum in die Kinosäle gezogen damit und die Filme werden auch immer noch heute erfolgreich im Fernsehen gezeigt. Er hat einen Nerv getroffen, offensichtlich mit diesen Filmen, unter anderem mit Uli der Knecht und Uli der Pächter und das Leinwandtraumpaar Hannes Schmidhauser und Lieselotte Pulver erschaffen. Er war auch der ideale Regisseur für diese Filme. Er hat in der Jugend schon die Gotthelf-Romane gelesen und stand hinter der Botschaft von Gotthelf, der christlich-moralischen Botschaft, tue Gutes und du wirst belohnt. Kommst du von dem rechten Weg ab, wirst du von Gott bestraft. Ja, und er wollte einfach mit diesen Filmen auch an die in seinen Augen verloren gegangene Menschlichkeit in der Gesellschaft appellieren. Und Ralf Luri wird uns nun einen Trailer zu Geld und Geist offerieren oder zeigen, der Einblick in Schnieders Gotthelf-Filme gibt. Und weil wir eben live dabei sind, werden wir jetzt hier nicht rausgeschnitten, sondern Ralf geht da nach hinten, lässt die Leinwand runter. Und ich frage dich noch kurz, Ursula, kannst du uns etwas zu Geld und Geist noch sagen? Geld und Geist kam 1964 in die Kinos und war in diesem Jahr tatsächlich der einzige Schweizer Film, der produziert wurde. Und er hat eine unglaubliche Zuschauerzahl in die Kinosäle gezogen, und zwar 2,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer haben diesen Film gesehen. Jetzt ist die Leinwand fast unten und wir gehen ein bisschen aus dem Weg. Wir haben vorhin den Lebensweg von Franz Schnieder gehört, aber was in einer Biografie natürlich immer interessiert, das ist die Persönlichkeit, der Mensch dahinter. Was für ein Mensch war Franz Schnieder? Also als Filmregisseur kann man, glaube ich, sagen, dass er genaue Vorstellungen hatte und Erwartungen hatte, die sein Team einfach erfüllen mussten. Als Privatmann war er in jungen Jahren schon auch lässig und entspannt und hoffnungsvoll und ja, und als er dann aber älter wurde und seine Filme nicht mehr so gefragt waren, wurde er einfach der verbitterte Greis,
der sich zurückgezogen hat. Du hast eine Stelle aus dem Buch, wo du noch ein bisschen lesen wirst. Und in dieser Stelle sieht man auch so ein bisschen, wie er gearbeitet hat. Wie, ja. Auffallend an den Gotthelf-Verfilmungen ist, dass darin häufig Raufereien nicht nur unter Männern, sondern auch unter Frauen vorkommen. Dies ist ein von mir bevorzugter Regiestil. Wenn Gefühle überschäumen, zeige ich dies mit körperlichem Ausdruck, so Schnieder. Auf die Frage, wie er persönlich mit Gewalt umgehe, antwortete er in zwei Gesprächen mit Christoph Kühn unterschiedlich. Zunächst sagte er in der Vorbereitung zu dessen Dokumentarfilm: Ich kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Im Film selbst gab er dann aber zu: Ich bin an sich gewalttätig, aber ich unterdrücke das. Ich bin nicht stark. Liselotte Pulver und ihre Kollegin Stefanie Glaser erinnerten sich in einem gemeinsamen Interview daran, dass Schnieder aber nicht nur Freude am Inszenieren von Schlägereien, sondern auch genaue Vorstellungen der Liebesszenen hatte und diese mit Inbrunst bei Proben zu erläutern wusste. Pulver dazu: Ich habe ihm einmal vorgespielt. Ich war sicher, ich habe das nachgespielt, wie er das Vreneli haben wollte. Er ist nicht immer nur brutal gewesen. Das waren ganz zarte Liebesschwüre. Glaser stimmte lächelnd zu. Er hatte eine weiche Seite. Zugeben wollte er dies jedoch nicht. Als er 1984 auf seine Karriere zurückblickte, bezeichnete er das Filmen von Liebesszenen für ihn als reines Handwerk und reduzierte es wie ein notwendiges Übel auf seinen dramaturgischen Zweck. Sehr schön, vielen Dank. Es ist die erste umfassende Biografie über Franz Schnieder, haben wir, glaube ich, vorhin schon gesagt. Wieso gab es nicht schon früher ein Buch über ihn? Er ist ein sehr berühmter Schweizer an und für sich und man kennt den Namen heute noch. Ja, ich habe da so eine These und ich vermute, dass es daran liegt, weil er einfach sehr lange nicht populär war. Also eben wie schon gesagt, die junge Filmemachergeneration konnte nicht viel mit ihm anfangen, Kritiker auch nicht. Und die Autorenschaft, die aus diesem Kreis stammen müsste, die hat sich nicht für ihn interessiert. Und deshalb denke ich, dass es halt wirklich Jahrzehnte brauchte, eigentlich, für dass man Schnieder neu anschaut, neu über ihn denkt auch, das Positive sieht, um dann ein solches Werk in Angriff zu nehmen. Und auch der Filmemacher Christoph Kühn hat uns ja auch erzählt, als er 1984 seinen Dokumentarfilm über Franz Schnieder machen wollte, FRS Kino der Nation, da ist er am Anfang auf Widerstand gestoßen. Also die Leute haben ihm gesagt, ja, wieso machst du über den Schnieder einen Film? Über den doch nicht. Und jetzt heute sind wir sehr froh und dankbar, dass es diesen Film gibt, weil er wirklich ein sehr sensibles Porträt über Schnieder auch vermittelt. Und ich denke, so ging es jetzt auch mit diesem Buch, dass man eben über Jahrzehnte Franz Schnieder sich nicht als Thema angeschaut hat und man jetzt eigentlich eben ihn anders anschaut und du eben dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt eigentlich darauf gekommen bist. Ja. Ja. Und wie habt ihr recherchiert? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Gibt es viel Material? Ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, es gab viel Material. Dank Digitalisierung konnten wir da auch vereinfacht zu Hause an unseren Computern recherchieren, mussten dann natürlich aber auch in die Archive gehen. Raff ist viel ins Ausland auch gefahren und in Deutschland, hat in Deutschland recherchiert und in Polen. Wir haben uns einfach Schnieders Leben aufgeteilt in verschiedene Abschnitte und dementsprechend dann auch die Kapitel eingeteilt, also separat recherchiert, separat geschrieben und am Ende dann zusammen korrigiert. Ja, etwas, was mir noch in den Sinn gekommen ist, was zum Teil auch noch sehr arbeitsintensiv war, war dann auch, wie das Abwägen von Erzähltem. Also wenn uns jemand etwas erzählt hat, dann haben wir schon gesucht, ob es noch eine zweite Quelle gibt, die das unabhängig bestätigt oder ob es etwas Schriftliches gibt, das diese bestätigt. Weil Franz Schnieder hat dann selber auch nicht mehr alles so korrekt im Kopf gehabt und wieder
gegeben dann, weil er es vielleicht auch anders in Erinnerung hatte. Und so konnten wir auch sehr viel herausfinden, indem wir eben die deutschen Bühnenjahrbücher durchgeblättert haben und verschiedene Listen durchgeschaut haben, dass wir wie abwägen konnten, was kann stimmen und was nicht. Oder? Und das war jetzt so ein Versuch, das auch zusammenzutragen. Ja, und ich habe mitbekommen, wie viel die beiden an Zeit und auch Herzblut, das kann man glaube ich schon sagen, in dieses Buch investiert haben. Da steckt ja immer auch einfach sehr viel Engagement drin, ja. Oder Liebe, oder wie man das in eurem Fall, Liebe zum Film, würde ich sagen. Ja, also wenn Sie Interesse haben an diesem spannenden, gehaltvollen Buch, dann kann ich es Ihnen selbstverständlich nur empfehlen. Sie finden es sicher bei Ihrem Lieblingsbuchhändler. Ab Montag sind die ja wieder offen oder auf den verschiedenen Online-Plattformen oder Sie gehen auf unsere Website www.hierundjetzt.ch. Und zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Leckerbissen und dafür übergebe ich an Raff Fluri. Also eigentlich sind es ja zwei Leckerbissen, weil zusätzlich zu dem, der angekündigt wurde, gibt es noch eine kleine Überraschung, noch einen kleinen Vorfilm. Ihr seht, wir sind ja in der Kinemathek Lichtspiel in Bern. Das ist ein Ort, wo Projektoren aus über 100 Jahren Filmgeschichte gepflegt werden, restauriert und revidiert werden, wo aber auch ein großes Filmarchiv ist, wo viele Filme auch archiviert werden, zugänglich gemacht werden. Und so kam es, dass vor zwei Wochen ein Film hier ins Lichtspiel gefunden hat, der vom ehemaligen Kino in Herzogenbuchsee abgegeben wurde. Und das handelte sich um den Kurzfilm «Freie Täler», den Franz Schnieder mal gedreht hat. Und das Besondere daran, es ist sehr wahrscheinlich die einzige 35mm Vorführkopie, die es gibt. Sonst sind uns eigentlich bis heute nur 16mm Kopien bekannt. Die Archivleiterin vom Lichtspiel in Bern, Brigitte Paulowitz, hat dann ziemlich alles dran gesetzt, um den Film noch rechtzeitig für heute zu digitalisieren, weil der Film selber ist aus Nitrat, das ist ein sehr leicht entflammbares Filmmaterial und das wäre gefährlich, jetzt denn so zu schauen. Aber sie hat es geschafft und so können wir uns jetzt den Film digital ansehen. An dieser Stelle noch einen großen Dank an das Schweizer Fernsehen, das die Digitalisierung und Aufarbeitung finanziert hat. Und vielen Dank auch für die flexible Zusammenarbeit. Täler, Berge, Tannen, eine Landsgemeinde, Militärmusik, also wir können das nicht ganz so stehen lassen, was Sie jetzt gesehen haben. Raff, kannst du es noch ein bisschen einordnen? Was war das für ein Film? Ja, 1946 wollte die Präsensfilm eine Art Serie, eine Kurzfilmreihe zum Thema lebendige Demokratie machen, realisieren. Und da hätte Schnieder die ersten drei Episoden drehen sollen und Kurt Früh die letzten. Und als sie dann mit Drehen begonnen haben, gab es dann einige Komplikationen, das könnt ihr dann im Buch nachlesen. Und so kam es, dass die ersten beiden Episoden dann im Film Der Souverän zusammengefasst wurden. Diesen Film findet ihr, glaube ich, sogar auf der Website vom Schweizer Fernsehen. Und Freie Täler war dann quasi die zweite Episode, die erst zwei Jahre später im Kino gestartet ist. Und Kurt Früh hat dann schlussendlich noch den Film, die Episode «Demokratie in Gefahr» 1950 noch umsetzen können. Und das war also im Zuge der geistigen Landesverteidigung, nehme ich an, oder? Das war nachher, ja. Das war rund 10 Jahre später. Also die geistige Landesverteidigung war ja während dem Zweiten Weltkrieg vor allem, oder? Bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Das weißt du, glaube ich, besser, oder? Also das war eine politisch-kulturelle Bewegung, die eigentlich bis in die 60er, bis zu den 60ern ging. Aber die Präsenz hat aufgehört mit dem Programm für die geistige Landesverteidigung Mitte der 40er Jahre. Okay. Ja, im Zeichen des Kalten Krieges ging das damals natürlich dann noch weiter. Ja, Raff, du hast den Film «Das kalte Herz», einen deutschen Stummfilm von 1933 sozusagen wieder ausgegraben. Du hast ihn fertig geschnitten, restauriert. Franz Schnieder hat damals darin die Hauptrolle gespielt. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die interessiert sind, können ihn nach unserem Gespräch dann auch noch anschauen.
Du liest uns aber zunächst einmal ein Stück noch aus dem Buch, dann erfahren wir etwas über diesen Film und anschließend, ja. Ich übergebe an dich. Danke. Während in der Filmstadt Babelsberg Filme der großen Produktionsfirmen hergestellt wurden und europäische Stars ein- und ausgingen, drehte eine junge Equipe an Originalschauplätzen rund um das Studio mit bescheidenen Mitteln, aber viel Einfallsreichtum und Improvisationsvermögen. Gedreht wurde ohne Ton auf 16 mm Schmalfilm, da Tonapparate damals noch sehr unhandlich und teuer waren. Es war ein irrwitziges Projekt und genau das schien Franz Schnieder gefallen zu haben. Gedreht wurde, sobald die benötigten Schauspieler verfügbar waren und das Wetter stimmte, die Lokalitäten gefunden und alle Requisiten vorhanden waren. Die märchenhafte, im Schwarzwald angesiedelte Kulisse wurde in Berlin zusammengesucht. Die Crew fuhr mit dem Dampfer nach Potsdam, um einige Szenen für Peter Munks Weltreise zu drehen. Da Aufnahmen bei der Friedenskirche im Schlosspark Sanssouci verboten waren, filmte Schnabel, der Regisseur, einfach heimlich. Manchmal mussten die Aufnahmen unterbrochen werden, weil die Orte zu überfüllt waren oder ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte, worauf sie spontan umdisponierten. Der damals 23-jährige Karl Ulrich Schnabel finanzierte das Projekt aus eigener Tasche, weshalb die Mittel sehr limitiert waren und sogar ein Besuch mit Schnieder im Theaterverleihgeschäft zu teuer war. Die Kostüme mussten also anderswo beschafft werden. Als am 7. Juli 1932 Stefan Schnabel nicht rechtzeitig für Dreharbeiten nach Berlin zurückgekommen war, drehten sie spontan eine andere Szene in dessen Zimmer. Und Franz Schnieder half eigenhändig bei den Vorbereitungen mit. Karl Ulrich Schnabel lobte die Arbeit mit Schnieder in den höchsten Tönen und beschrieb ihn als nett, bescheiden und begabt. Das kalte Herz schaffte es zu Lebzeiten seiner Beteiligten nie ins Licht der Leinwand. Nach mehrmaliger Kürzung durch die Bildstelle des Zentralinstituts für die Erziehung, der Film galt aufgrund seines 16mm Formats als Kulturfilm, wurde am 12. Mai 1933 interessierten Fachleuten eine Rohfassung gezeigt. Doch zu einer Einigung mit den Kaufinteressierten kam es nie, denn bereits am Folgetag machte sich die Familie Schnabel frühmorgens auf den Weg an den Gomersee, wo sie den Sommer verbrachte. Im Verlauf des Sommers beschloss sie, wegen der politischen Situation in Deutschland nicht mehr nach Berlin zurückzukehren. Vielen Dank für die Lesung und ja, wir sind langsam am Ende. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für euer ganzes Engagement für dieses Buch. Es ist wirklich schön geworden. Danke auch für heute, dass wir das so machen konnten. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Und ja, fürs Schlusswort und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und fürs Schlusswort übergebe ich an Raff. Vielen Dank und ich möchte gerade beim Danken bleiben, weil ein solches Buch kommt nicht zustande ohne all die Leute, die uns Geschichten erzählt haben oder die uns Material gegeben haben über Schnieder, das sie selber gesammelt haben oder auch für, ohne die Förderstellen und Unterstützenden, die uns finanziell auch geholfen haben, dieses Buch umzusetzen. All denen möchte ich ganz herzlich danken. Es ist sehr schade, dass wir jetzt heute Abend nicht mit euch jetzt da auf dieses Buch anstoßen können und wir uns zusammen unterhalten können. Aber umso mehr möchte ich die Leser bitten, doch die Seite 276 auch noch anzuschauen im Buch. Vielen Dank.